Als nächstes der Parkside Performance Akkubohrschrauber 20 Volt PABSP20LIB2. Ja, der Nachfolger von Nummer 1, aber jetzt für das Parkside X20 Volt Team, ja, wie man unschwer erkennen kann. Gucken wir uns das Ganze mal an. Karton, Karton, Karton. Die versprechen, ja, im Vergleich zu einem D4, den gucken wir uns gleich mal an, soll der um so und so viel besser sein. Das große X20 Volt Team. Ja, schön, dass die mal dazukommen. Dann diverse technische Daten. Unter anderem 60 Newtonmeter Drehmoment, bis zu 60 Newtonmeter Drehmoment, ein Röhm-Bohrfutter und bürstenloser Motor. Ja. Dann gucken wir mal da unten drauf. Ja. Da steht, ja, hier, Version 07/2019. Also das Ding liegt seit einem halben Jahr schon irgendwo rum, beziehungsweise ist rausgekommen. Also Altmetall. Und natürlich die vielen, vielen TÜV-Zertifikate und geprüfte Sicherheit. Sehr schön, dass die sich so rührend um unsere Sicherheit kümmern. Hervorragend. Also fangen wir mal an. Ach, ja. Wie immer in einem Parkside Performance Koffer. Und mit einem Rappband versiegelt. Kabelbinder. Der Koffer, ja, sehr schön, dass er eine kleine Beschriftung hat, beziehungsweise ein Bild, was ist da drin. Leider haben diese Koffer nicht eine einheitliche Größe, sodass man sie nicht übereinander stapeln kann. Positiv sind hier wieder die Metallachsen, bin schon wieder zu vermelden. Jo. Metallverschlüsse und Platz ist hier drin. Ich habe mir die Version gekauft mit einem Akku, mit einem 2 Ampere Stunden Akku und dem neuen Ladegerät. Das neue Ladegerät hat die 4,5 Ampere Ladeleistung, während das alte Ladegerät die 2,4 Ampere Ladeleistung hat, also Ladestrom hat. Aber genau deswegen wollte ich das haben. Was ein bisschen sehr seltsam ist, dass für dieses Komplettset der Preis von 69,99, also 70 Euro aufgerufen wird und für die nackte Bohrmaschine wird der Preis jetzt von 59,99 aufgerufen und ein paar Tage vorher oder Wochen vorher waren es noch 49,99. Also für 10 Euro mehr bekommt ihr hier das momentan stärkste Ladegerät, was Parkside zu liefern hat. Das zweitstärkste ist dieser Doppellader mit je 4 Ampere Ladestrom. Ja, und dann eben ein entsprechend kleiner Akku, also ein kleiner Akku. Aber wenn man die dann einzeln erwerben sollte, kosten die ja schon wesentlich mehr. Also von daher, wenn ihr so eine Bohrmaschine haben möchtet, dann kauft euch die als Komplettset. Weil gerade diese hier als Solo-Maschine ist ja nochmal teurer geworden. Den Koffer kriegt ihr in jedem Fall immer dazu. Bedienungsanleitung, mehreren Sprachen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sprachen. Verbrochen hat das Ganze die OWIM GmbH. Großes Fach hier oben, um die Bedienungsanleitung kümmern wir uns dann hinterher nochmal. Gut, wir laden danach dann mal den Akku auf.
Er kommt hier an mit zumindest drei LEDs leuchtend. Dann haben wir eine schöne kleine Kordel. Was sagt die? Dieses Produkt ist mit einem Röhm-Bohrfutter mit Anti-Blockierfunktion ausgestattet. Wenn ihr es durchlesen könnt und wollt, bitteschön. Im Grunde genommen ist das nichts anderes, als dass die auch die Radialverriegelung dieses Bohrfutters beschreiben. So, das war das nämlich gerade. Das heißt, es ist am Anschlag. Wenn ich das dann weiterhin versuche zu drehen, ja, dann wird es blockiert. So, was ist sehr schön daran, an diesem Röhm-Bohrfutter? Das fällt einem gleich auf. Dieser sogenannte Anlaufring. Dieses Bohrfutter hier, Röhm-Bohrfutter, ist gefühlt eine preiswerte Variante. Aber gucken wir mal gerade. Ja, das ist schon mal sehr schön. Es läuft ohne Stoß, ohne stößig zu sein, von vorne nach hinten und wieder zurück. Es ist auch ganz gut geschmiert. Kleiner Vergleich zu dem Röhm-Bohrfutter, das man so käuflich erwerben kann als Nachrüst-Bohrfutter. Bitteschön. Ja, das heißt also, das ist das, was ich hier an die kleine Bosch Blau da gebaut habe. Das hat zusätzlich vor dem Anlaufring noch einen Sechsgangschlüssel, so dass ich, falls der Spindellock hier versagen sollte in der Maschine, dass man trotzdem das Werkzeug, wenn da eins eingespannt ist, noch loskriegt. Das kann man dann hier nicht mehr machen. Okay, die Maschine ist von 07/2019, habe ich schon gesagt. Der Akku ist ebenfalls von 07/2019. Zum Vergleich, wenn wir dann gleich nach draußen gehen, dann stelle ich das Ganze auf den größeren 4 Ampere-Stunden Akku von früher. Okay. Richtig. Gut, schalten, kein Problem, vorwärts, rückwärts, auch kein Problem. Was sind die direkten Konkurrenten? Der Bezug ist, wie die schon schreiben auf dem Karton, der PABS 20LED4. Das ist also das Ding hier. Das heißt also, auch den habe ich mit dem 4 Ampere-Stunden Akku ausgerüstet. Das ist der aus der grünen Serie mit dem Bürstenmotor. Hat zwar auch ein Metallhülsenbohrfutter, allerdings nicht so ein schönes wie das hier. Der nächste Mitbewerber, den wir da mit beachten müssen, das ist Einhell. Jo, und zwar warum? Weil der Einhell nach der letzten Preiserhöhung in der gleichen Region ist preislich gesehen wie der Parkside Performance und vor allen Dingen das gleiche theoretische Drehmoment 60 Newtonmeter zu 60 Newtonmeter. Natürlich müssen wir den auch mit da reinbeziehen in den Vergleich. Naja, und wenn wir schon dabei sind, Karl Klotz, ne? Der Makita DDF458. Ja, das ist der zweitstärkste von Makita, zurzeit immer noch. Dann habe ich auch den dicken Akku da dran. Einfach mal zu sehen, was geht. Das ist natürlich Blödsinn. Ne? Es geht immer viel mehr. Denn warum? Was wollen wir denn heute machen? Wir nehmen uns, hoppla, diese Schräubskin vor. Das heißt also, wir nehmen einmal eine 200x6 Torx 30 mit Teilgewinde. Das ist mal so der Anfang zum quasi Vorbohren. Ja? Kleiner brauchen wir nicht anfangen. Dann sehen wir mal zu, dass wir die Fensterbauer auch so ein bisschen beglücken. Das ist so ein 180x7 oder 7,3 die Gegend mit Vollgewinde. Oh, das ist schon mal ein Beleg. Da muss ein Bohrer schon mal ein bisschen arbeiten.
Und ja, weiß ich nicht, ob ich jetzt so ein 80 mal 6 bzw. 120 mal 6 Teilgewinde da als mit Maschinenkopf, also im 10er Maschinenkopf, 6-Kernkopf da einsetze. Aber man könnte dann ja auf den 120 mal 8 gehen mit einem 13er 6-Kant, 140 mal 8. Dann da hinten, jetzt habe ich ein bisschen umgedreht, 200 mal 10 mit dem 17er Kopf. Und wenn das nicht reicht, kann man immer noch die 200 mal 12 nehmen mit dem 19er Kopf. So. Das Ganze wird hier über einen Adapter entweder 1/2 Zoll, 1/4 Zoll oder 3/8 Zoll. Das können wir alles anschließen. Aber ganz ehrlich, diese Sachen hier, wer viel davon verschrauben will und noch alle Tassen im Schrank hat, ja, der nimmt sowas hier. Da sind wir uns einig. Ne? Der nimmt einen Akkudrehschlagschrauber und dann geht er schwuppdiwupp. Und man muss nicht hier mit diesen Geräten und vielleicht langen Hebeln, vor allen Dingen der hier, der macht mir Sorgen mit über 90 Newtonmeter. Weil der beißt richtig zu. Und wenn der dir hier in die Hände schlägt, dann hast du wirklich was davon. Ja. Bei den anderen, also bei dem hier und bei dem hier, da bin ich mir sicher, das kann man noch einigermaßen halten. Obwohl schon ab 40, 45 Newtonmeter, meine ich, sollte man auch einen Handgriff haben. Irgendwie eine Möglichkeit, einen Handgriff anzuschließen. Wenn man das nicht hat, ist das für mich schon fast ein No-Go, so eine Maschine zu kaufen. Aber jetzt erstmal genug geredet. Wir gehen nach draußen und versuchen mal so ein paar Drehmomentmessungen zu machen und dann so ein paar Schräubchen hiervon zu versenken. Ja, was für ein Scheiß. Jetzt hat die Kamera nicht gelaufen und da hat er doch wunderschön die 200x6 reingejagt, dass die 180x7 und die 120x8 und die Kamera ist nicht gelaufen. Ja, scheiße, mein Problem. Richtig. Also machen wir das Ganze nochmal. Zunächst mal mit dem Parkside Brushless PABSP20LIB2. So, und jetzt aber die A 200x6 mit Torx 30. Ein Kinderspiel, ganz einfach mal zum Aufwärmen. Erster Gang Bohrstufe. Mal voll durchgezogen. Na schön. Der nächste. Die, ups, aber wenn es geht, bitte eine gerade. Ist auch ein bisschen krumm. Was ist das denn hier? Genau. Eine Fensterbauschraube 180 mal 7. Mal gucken. Erster Gang. Schön festhalten am Körper. Das ist der Bit, der überspringt. Ja.
Jetzt hat er abgeschaltet. Hat aber noch volle Ladung. Mal gucken. Ah. Da ist noch einigermaßen warm. Ja. Mal gerade gucken, ein bisschen abkühlen lassen, ob das der nächste Konkurrent machen kann. Das wäre nämlich der Einhell Brushless mit 3 Ampere Stunden Akku. Erster Gang. So. Aber munter, ganz munter. Jo. Und er hier. Ist wieder im Geschäft. Na gut. Dann kann er ja weitermachen. Und zwar hier mit der, ich lese mal ab, 140 mal 8, das war der 13er. Festhalten. Aha, ja, da will er nicht. Um die Restaufgabe mal wieder dem Einhell zuschustern. Problem, ne? Also, jo. Weiter im Text. Mit der hier. Und zwar haben wir da 17er. Und zwar die 200 mal 100, auch ohne Vorbohren. Ja, jetzt bin ich mal sowas von gespannt. Das macht man ja normalerweise überhaupt nicht. Ja, auch noch schräg rein, gedübelt. Okay. Dann muss mal wieder dem Einhell geben. Aber machen wir mal, ne? Ja. Da hört auch der Einhell auf, aber er kommt ein bisschen weiter, immerhin bei einer bestehenden Schraube. So, und jetzt kommen die Belege an ihn hier. Makita DDF458. Und den habe ich mit dem 9 Ampere Stunden Nachbauakku versehen. Ja, mal gucken, was der so macht.
Hoppla. Nicht auf Schrauben stellen. Bohren. Wow. Puh, jawohl. Der reißt einen selber mit rum. Und ich muss den hier richtig am Körper festhalten, weil dem langen Hebel da, der ist mir schon mal losgegangen und mir dann böse in die Finger gehauen. Also, was die anderen beiden nicht schaffen, schafft er. Ja, wollen wir mal gucken. Vordafke 200x12 Schlüsselweite 19. Jetzt wird's lustig. Ohne Vorbohren. Ohne Vorbohren. Boah, guck mal hier, hier raucht. Da, ist ja was, ein bisschen am Qualm. Ja, oh. Hat auch abgeschaltet. Ein bisschen Ruhe geben. Aber immerhin. Wahnsinnsteil. Wahnsinnsteil. 200x12. Ja. Kann jetzt damit so. Wollte auch mal so ein bisschen was tun. Und zwar der D4. Den wollen wir zunächst mal mit der Aufgabe betrauen, die 200x6er nochmal da rein zu dübeln. Das wird er ja wohl schaffen. So, die Vollschraube hier, ja, wollen wir es auch noch mal versuchen, na gut. Die Fensterbauschraube. Also da muss ich mir definitiv mal ein anderes Bit holen. Kleines Bit aus dem Knallkasten. Mal gucken. Boah, kriegt er auch noch hin. Gut, wollen wir weitermachen. Jetzt die 8x120er.
qualmt auch schon. Aber kommt genauso weit wie sein Brushless-Kollege. Ja. Nur noch mal den Brushless zu kleben. Ja, er hat sich wieder erholt. Soll er das mal hier fertig machen? Jo. Kann er. Um ihm noch mehr zu muten? Nein. Also, diese Sachen schafft er. Bei dem großen Teilen hier spätestens ist dann Feierabend und nur ein Hell geht noch eine Stufe weiter, traut sich an den Zehner ran, also dreht den noch weiter rein als der eigentliche Star des Abends hier und ja, nur der Makita zwirbelt da bis zur Erschöpfung den Zwölfer da noch rein. Gut, und jetzt versuchen wir mal das auf eine bisschen vernünftige Bahn zu lenken und mal zeigen, wie man das normalerweise macht. Wir nehmen dazu einen Drehschlagschrauber. Mir ist da übrigens noch eine Idee gekommen, vielleicht liegt es ja am Akku. Deswegen habe ich den Drehschlagschrauber original mit dem Makita-Akku mitgenommen. Ja, das Ding ist noch warm, aber das geht. Hat sich erholt. Ja, der Nachbau-Akku will nicht liefern. Okay, Makita liefert. Muss noch mal probieren. Boah. Das lässt man mal besser sein. Das verdreht einem hinterher noch den Arm. Scheiße auch. Wunderwetter. Gut. Also Nachbauakku ist doch nicht so gut. Da ist der Schlagschrauber besser. So. Jetzt versuchen wir es mal mit einer ganz normalen Nuss. Aber so macht man das. Ja. Und nicht mit irgendwelchen Bohrschraubern. Bohrschrauber können hier den Kleinkram vielleicht noch reindrehen. Aber auch das würde ich besser mit einem Drehschlagschrauber machen. Die Nuss, man merkt, das ist keine Schlachtnuss. Die ist dafür nicht so richtig gut geeignet. So, was machen wir denn da? Nehmen wir den mal da rein. So ein 200er, 200x6 da reindübeln. So geht das. Und nochmal die Fensterbohrschraube. Fensterbauschraube. Scheiße, das sind die Chrom. Das ist für Exemplare. Oder sind die Fensterbohrer so erpicht auf ein krummes Zeug? Okay.
wenn man arbeiten will, dann soll man sich auch das richtige Werkzeug gönnen. So, zurück vom Praxistest und kurzer Eindruck, den Parkside Performance Akkubohrschrauber in dieser Ausstattung hier verglichen mit dem PABS 20LED4, so wie es auf der Verpackung steht. Für den Preis, selbst im heutigen Preis, der ja nochmal gestiegen ist, auf 80 Euro in dieser Ausstattung, würde ich sagen, kannst du trotzdem kaufen. So, das als Kurzfazit. Dankeschön. Und jetzt kümmern wir uns um die Details. Zunächst nochmal was zu dem Test. Also, ja, das muss ich jetzt unbedingt nochmal loswerden. Das ist so bescheuert, ehe ich das vergesse, ist quasi als Notiz an mich. Ja, so nach dem Motto, don't do it. Und das erste war, ich hatte ja den Makita hier mitgenommen als das Referenzobjekt, den Referenzboliden mit einem 9 Amperestunden Cooper, 9 Amperestunden Whately Akku. Und das Ergebnis ist, ja, hier seht ihr so ein bisschen, die Lichter brennen noch, aber das war's. Er war am Rauchen, die dicke Schraube kriegte er rein, ja, und er war Feierabend. Ne? Und wie sich dann herausstellte, der Nachbauakku hier, Whately, riecht nur noch elektrisch. Also der war zwar am Rauchen, aber das ist, ja, ich sag mal, fabrikneuer Schmutz, der dann wegbrennt. Aber der hier macht Feierabend. Jedenfalls ist das natürlich ein bisschen schmerzhaft, weil der kostet ungefähr so viel wie ein nagelneuer Akku von Makita, ein Originalakku. Und mit dem Originalakku, da ist alles Paletti. Ja, also, wieder mal ein deutlicher Hinweis darauf, auch wenn das nach viel aussieht, muss da nicht unbedingt viel drin sein. Tja, manchmal hat Qualität halt ihren Preis, beziehungsweise man darf diesen Dingern halt nicht alles abfordern. Und gerade diese dicken Dinger, die richtig, richtig Power haben, ja, darauf sind die Akkus eben nicht abgestimmt, beziehungsweise die Maschine nimmt da keine Rücksicht drauf. Nicht? Ein bisschen anders sieht das aus, wenn die Elektronik und das Gerät aufeinander abgestimmt sind, und dann läuft das eben. So, das ist mal die eine Geschichte. Und die andere ist, ich habe ja vorgeführt, die Sache mit dem Akkuschlagschrauber. Generell muss man natürlich sagen, wenn man solche Ballermänner hier, ja, an Schrauben, also ich sag mal alles, was über 6 mm geht, auch 6 mm, wenn man so dauerhaft verschraubt, ja, und man ist im Besitz eines guten Gehörschutzes, dann nimmt man bitteschön einen Drehschlagschrauber. Ja, alles andere ist Kokolores, um das mal ganz klar zu sagen. Und nebenbei, ja, diesen Adapter hier, der hier ist ein Schlagadapter, aber der da vorne dran eben nicht. Und für die Schrauberbits, ja, und jetzt kann das eine sich von dem anderen nicht lösen. Und das ist wahrscheinlich auch in die Wicken gegangen, beziehungsweise hat sich dann irgendwie stark verklemmt. Also das auch als Vorbemerkung zu dem Test. Wer noch alle Tassen im Schrank hat, der macht diese dicken Schrauben mit einem normalen Bohrschrauber nicht rein. Auch mit dem dicken Makita machst du das nicht als Dauerbaustelle, besonders auch nicht als besonders auch nicht ohne Vorbohren, ohne irgendwas.
einfach so ins Holz, auch wenn es nur Nadelholz ist. Ja? Also da sind wir uns einig, das tut man nicht. Und die Alternative habe ich auch vorgestellt, die hervorragend funktioniert, dafür ist sie gebaut. Und ansonsten Finger weg von den dicken Belägen hier. So, dann kümmern wir uns mal Step by Step hier wieder um den Parkside Performance Akkubohrschrauber. Ja, der Koffer, um das nochmal klar zu sagen, hat Gott sei Dank einen Handgriff, der hier bis zum Boden geht, aber nicht über den Boden hinausgeht, wie das bei den grünen Koffern teilweise der Fall ist. Was mir gut gefallen hat, ist dieses große Fach hier. Da oben ist die Gürtelschlaufe. Ein in der Bedienungsanleitung, genau darüber reden wir gleich nochmal, erwähnter Doppelbit, der ist nicht vorhanden. Müssen wir aber mal im Kopf behalten. Die Maschine hat aber eine Magnethalterung für einen Bit. Der Koffer hier hat bemerkenswert viele Abstellflächen, die noch nicht belegt sind. Das ist also der Lieferumfang für aktuell 80 Euro. Ich hatte den nochmal zum Wiederholen für 69,99, also 70 Euro gekauft. Dann wurde nur die nackte Bohrmaschine, also die nackte Maschine ohne Akku, ohne Ladegerät, im Preis um 10 Euro angehoben auf 50 Euro. Und jetzt, wo ich heute noch mal kurz reingeguckt habe, da wird dieses Komplettpaket mit dem 2 Amperestunden Akku und Ladegerät für 80 Euro angeboten. Ja. Und deswegen habe ich gesagt, ja, könnte noch vernünftig sein. Oder kann man noch kaufen, weil ja, man muss sich mal überlegen, dass ein Set von 2 Amperestunden Akku plus dem alten Ladegerät mit 2,4 Ampere Ladestrom kostet 30 Euro. So, dann sind wir bei 50 Euro und 50 Euro ist der Preis für den da. Ja, der eigentlich der wirkliche Konkurrent zum Parkside Performance ist. Ja, das ist der Einhell Brushless und der wird so um die 50 bis 60 Euro gehandelt. Allerdings ohne einen Koffer. In diesem Koffer, wie gesagt, sind noch mehr Stellflächen übrig. Wie kann man die belegen? Erstaunlicherweise ganz gut, finde ich. Zum einen, man kann natürlich den oder sollte man vielleicht auch diesen Akkubohrschrauber mit einem großen Akku ausrüsten. Der geht da noch so stramm rein. Stramm rein. Nicht leicht. So, der hier gibt mal seinen Akku kurz ab. Einen zweiten 4 Amperestunden Akku kann man hier reinsetzen. Dann sieht das Ganze so aus. Ob die Entwickler das vorausgesehen haben, dass man hier vielleicht noch den zweiten oder den ursprünglichen 2 Amperestunden Akku reinsetzen kann, das weiß ich nicht. Aber sie haben möglicherweise angedacht, dass man hier noch ein bisschen Zubehör, Klimperkram reinsetzen kann und das Ganze auch noch schließen kann. Ja, da muss man sagen, gut gedacht, sehr gut gedacht. Also wäre mal eine Idee, was so ein komplettes Set dann plötzlich kosten würde. Man müsste aber schnell sein, bevor der Kostenmensch dann beim Webmaster anruft und sagt, Moment, wir haben uns wieder vertan, du musst nochmal 10 oder 20 Euro auf einen Preis dann aufschlagen. Ja? Das wäre dann schlecht. Ja, aber ein bisschen Forschergeist muss bei Parkside eben sein. Das kennen wir ja in der Zwischenzeit. Ja, es geht wirklich stramm. Gut, dass hier so eine Griffmulde ist. Also getestet wurde der ja zusammen mit dem 4 Amperestunden Akku. Den 2 Amperestunden Akku habe ich dann ganz bewusst erstmal draußen gelassen. So.
Ladegerät muss ich nicht extra erwähnen. Das Ladegerät hat eine aktive Kühlung, aber nur für sich. Nicht wie bei Makita, für sich und dann mit Luftauslasskanälen für den Akku. Nein, dieses Ladegerät kühlt nur sich selber, nicht den Akku. Hatte ich schon erwähnt, dass die Koffer hier nicht stapelbar sind und nicht untereinander kompatibel irgendwie sind. Die gleichen Anmerkungen wie beim Winkelschleifer und so allgemein. Ich bin ein Fan davon, von der freien Raumeinteilung in einem Koffer. Koffer ja, aber die Koffer bitte untereinander kompatibel, sprich also stapelbar mindestens oder vielleicht sogar verriegelbar. L-Box-System lässt grüßen. Das sind einige, die möglicherweise so denken. Andere denken eben so, ich schmeiße den Koffer, wenn ich ihn habe, eh weg. Das ist wie das Plastikmüll. Und ein anderer Teil denkt sich von den Kunden, Mensch, das ist super, das will ich so haben. Genau das brauchte ich. Also es ist für jeden etwas dabei, bis auf diejenigen, die so denken wie ich. Ja. Seht mal zu. Nochmal zu dem Gerät selber. Hier können wir diesen Gürtelclip anbringen oder hier. Die Lampe hier, die leuchtet verdammt lange nach. Könnt ihr ja mal gucken, wie lange das passiert. Ich habe nur mal kurz angetippt. Leuchtet, leuchtet, leuchtet. Ja, jetzt ist es aus. Das Gehäuse oder beziehungsweise der Handgriff ist trotz dieser materialischen Ausstattung beziehungsweise trotz dieses materialischen Eindrucks doch funktional, muss ich sagen. Lässt sich gut greifen. Hier besonders für den Mittelfinger ist dann auch noch extra eine Vertiefung da angebracht. Es passt eigentlich alles ganz gut. So, hinten haben wir die Magnethalterung für einen Bit. So. Oder hier von der D4, übrigens die D4, die der Bezug ist, gibt es im Moment bei Parkside so nicht. Ja, die kostet ja dann immer noch 30 Euro, die ähnliche Maschine. Also dann haben wir, nochmal gerade bei den Kosten zu bleiben, 30 Euro für diese Maschine, 50 Euro, wenn wir jetzt den ganzen Rest wegrechnen, für die nackte Performance-Maschine. Und wenn wir sagen, okay, der direkte Konkurrent, das ist eben hier der Einhell, ja, dann muss man sagen, jo, passt. Ja, also diese Maschinen hier, die tun sich nicht sehr viel, obwohl er hier etwas munterer ist, aber er ist deutlich, deutlich munterer, also die beiden hier sind deutlich, deutlich munterer als er hier. Ne? Wobei, wenn du nur leichte Schraubarbeiten hast, hier so ein Zeug, ja, und davon nur ein bisschen, dann ist das wirklich vollkommen egal. Wirklich. Dann braucht man nicht solche Boliden. Es reicht der hier. Ja, Ablagemöglichkeit. Die haben hier also zwei Gummiflächen. Und die Akkus ja, sind nur unten gummiert. Das heißt also, wenn du irgendwas sehr krass Empfindliches hast, ist das nicht das richtige Gerät für dich. Da musst du einen Einhell nehmen. Der hat auch einen rundum gummierten Akku. Das geht dann. Ja, besonders geht das natürlich nicht, wenn du die Schraube drin hast, beziehungsweise auch noch den Gürtelclip. Der Schalter hier oben für die Wahl des Ganges, relativ klein, aber auch relativ leichtgängig. Wenn ich mir den Schalter hier oben angucke von der D4, der ist deutlich sportlicher zu betätigen. Nicht umsonst ist der auch größer als er hier. Dann gucken wir uns mal direkt auch noch die Einhell an. Die hat einen großen Gangwahlschalter, der aber auch, ja, den sie aber auch genauso wie die D4 nötig hat. Da ist die hier. Ja, es hat schon seine Gründe, weswegen die Gangwahlschalter hier so groß sind und bei ihr hier so klein. Alles klar. Ob das hier wirklich Metall ist, ja, müssen wir nochmal rausfinden. Was schön ist, ist, dass, wie gesagt, das Röhm-Bohrfutter, Röhm steht wenigstens drauf, mit dem Anlaufschutz,
hat, das hatte ich auch schon gesagt, ne? Ganz klar, der Vergleich zum richtig teuren Röhm hier, das ich mir separat gekauft habe für Bosch Professional, um das umzurüsten, das macht einen deutlich wertigeren Eindruck als das hier. Das ist ja so in Richtung von dem, was die D4 bietet. Ja. Das muss man ganz klar sagen, vom reinen Gefühl her. Aber wir können jetzt ja auch mal ein bisschen testen, Rundlauf. Und zwar macht das keinen Sinn, in meinen Augen, da einen Messfühler dran zu halten. Jedenfalls nicht bei einer Handbohrmaschine, weil die führst du ja sowieso ja irgendwie. Ne? Möglichst gerade, du gibst dein Möglichstes, heißt das, aber eben auch nur möglich. Es ist nicht keine Präzisionsbohrung, die du damit runterlässt oder reinlässt. Aber ich habe mir dafür jetzt mal, auch jetzt um die Standbohrmaschinen zu testen, beziehungsweise um die mit in dem Bohrständer zu testen, da habe ich mir so ein paar von diesen ja, Passstiften besorgt. Und zwar in diesem Fall 8x70,5. Güte oder Genauigkeit M6. Und die können wir da einfach mal einspannen. Und ich mache das dann einfach so, ich halte den so fest, mal auf den ersten Gang schalten und dann lasse ich ihn laufen. Man darf sich nicht davon täuschen lassen, dass das Bohrfutter so ein bisschen hin und her schlackert. Es kommt ausschließlich darauf an, ob die Drehachse schön ruhig und sauber und möglichst vibrationsfrei läuft. Und das kann man hier dran fühlen. Ich habe das schon bei mehreren Bohrern so gemacht, auf diese Art und Weise. Das ist auch bei dieser Maschine so, dass im zweiten Gang das Bohrfutter deutlich unruhiger läuft. Deutlich mehr schlackert. Gucken wir uns das nochmal bei ihm hier an. Genauso. Mal sehen, hier, wo wir jetzt den Bosch da haben, dann gucken wir uns den auch an. Oder? Natürlich. Das merkt man. Gut, gehen wir noch mal hier bei dem direkten Werber. Also schön ist es, dass sie ja alle in der Zwischenzeit diese Radialverriegelung im Bohrfutter haben. Ja. Bei dem sieht man deutlich die Schwankungen. Schon im ersten Gang. Und hat deutlich mehr und läuft deutlich unruhiger jetzt hier im zweiten Gang. Also rein Bohrfuttermäßig, ja, ist diese Maschine im Vergleich zu der Einhell besser. Von der Leistung her, das war so eine Geschichte, habe ich ja versucht, auch das Drehmoment zu messen. Und das elektronische Messgerät hat irgendwas angezeigt, aber keine plausiblen Werte. Ja, mit den Werten kann ich nichts anfangen. Wenn eine 60 Newtonmeter Maschine ungefähr genau das gleiche liefert wie hier so eine 40 Newtonmeter Maschine und gefühlt, ich habe die ja so im Grunde genommen eingespannt, so. Das heißt also, ich habe ja hier keinen Handgriff. Das muss ich hier natürlich auch sagen. Keinen Handgriff.
um mich abzustützen. Das heißt, ich muss diese Maschine auf der einen Seite runterdrücken, ja, und auf der anderen Seite hier vorne gegen die Brust drücken und dann, damit ich mit dem ganzen Körper dagegen halte. Das geht. Ja. Ein Schlag in den Brustmuskel tut nicht so weh wie ein Schlag ins Handgelenk. Ganz klare Sache. Also von daher war ich dann so am Bohren. Also diese Drehmomentgeschichte lieferte keine aussagekräftigen Werte, nur eben das Gefühl, jawohl, diese Maschine hat deutlich mehr Wumms als diese Maschine, aber die Einhell, warum tue ich die eigentlich immer wieder runter? Ich lasse dann eben hoch, oben. Die Einhell hat noch ein bisschen mehr als die Parkside. Das muss man mal ganz klar sagen. Und zwar, wie gesagt, die Parkside hier immer mit dem 4 Ampere-Stunden Akku. Ne? Während die Einhell mit dem 3 Ampere-Stunden Akku immer ausgerüstet war, mit diesem hier. Und es gibt ja auch noch diesen 5,2 Ampere-Stunden Plus Akku. Den haben wir noch gar nicht da mit in Betracht gezogen. Es wird ja immer von Einhell gesagt, ja, verlangst du viel, nimm den dicksten Akku, kriegst du am meisten raus. Auf weitere Experimente hier mit der Maschine, was weiß ich, Bohrfutter abnehmen, mal das Gehäuse auseinandernehmen und solche Geschichten, um mal den inneren Aufbau sich anzuschauen, die Wartungsfreundlichkeit, Reparaturfreundlichkeit mal zu checken, da wollen wir mal verzichten. Aber wir sollten uns jetzt noch mal kurz mit der Bedienungsanleitung da beschäftigen. Das ist ja so ähnlich wie bei dem Akkuwinkelschleifer Performance, auch wieder von Ovim hier. Und dort steht bestimmungsgemäße Verwendung und so weiter. Ist zum Schrauben und Bohren in Holz, Metall, Kunststoff geeignet, nicht dazu bestimmt, in sehr hartes Material wie zum Beispiel Zement oder Beton zu bohren. LED-Arbeitsleuchte dieses Produktes ist dazu bestimmt, den direkten Arbeitsbereich beleuchten. Ein Akku ist alle von der Leuchte, wo wir gerade vom Beleuchten reden. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz oder für andere Einsatzbereiche bestimmt. Ja, das ist der Persilschein, um alles abzulehnen. Egal was du machst, das sind andere Einsatzbereiche. Oder? Bin ich ja irgendwie falsch. Gewerblicher Einsatz kann ich verstehen, aber andere Einsatzbereiche? Das ist ja zum Beispiel das, was ich heute gemacht habe. Ein paar Schrauben hier so. Okay. Jo. Dann alles gefährlich, klar. Ladegerät, Kinder ab 8 Jahre, wissen wir auch. Akkupack. Genau. Reparatur, Wartung, das Produkt ist wartungsfrei. Und dann Reparatur. Im Inneren dieses Produktes befinden sich keine Teile, die vom Benutzer repariert werden können. Wenden Sie sich an eine qualifizierte Fachkraft, um das Produkt überprüfen und instand setzen zu lassen. Wer bitte ist eine qualifizierte Fachkraft? Bin ich das schon? Weil ich möglicherweise in der Lage bin, hier ein paar Schräubchen zu öffnen. Also es steht nichts davon drin, dass das unbedingt an den Lidl-Service, also hier Ovim zum Beispiel, geschickt werden muss. Einfach nur qualifizierte Fachkraft. Also auf jeden Fall werde ich nicht daran herumschrauben. Und bis jetzt kann ich aber nur sagen, das Teil ist mit Sicherheit seinen Preis wert. Es darf nur nicht viel teurer werden, ne? Ansonsten viel Spaß mit diesem Teil. Und wenn ihr nur kleinere Sachen zu schrauben habt und zu bohren habt, Leute, dann reicht auch der direkte Vorgänger aus. Das müsst ihr mal selber entscheiden.